Bei mir im Studio ist noch immer Bild-Vize Paul Ronsheimer. Paul, sag uns doch einmal, was jetzt sozusagen die wichtigsten Sachen waren, die Merkel gerade gesagt hat. Ich glaube, der entscheidende Satz, den wir so von der Kanzlerin noch nicht gehört haben aus dieser Pressekonferenz, ist, dass sie gesagt hat, es ist eine Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen. Also sie bezeichnet Corona als Naturkatastrophe. Sie verteidigt die harten Maßnahmen. Sie hat darauf hingewiesen, dass sie und alle, also die Politiker, einen Eid geleistet haben. Und sie verweist darauf, dass Deutschland eine ältere Gesellschaft ist, dass es viele ältere Menschen gibt, dass sie diese älteren Menschen schützen möchte. Und sie sagt aber gleichzeitig, dass es kein Weihnachten in Einsamkeit sein soll. Also sie hat durchaus Hoffnung, dass durch den Lockdown jetzt die Zahlen runtergehen, dass man im Dezember vielleicht wieder teilweise dann öffnen kann. Allerdings sagt sie, sie möchte auch darüber nicht spekulieren, was dann tatsächlich Ende November ist. Ja, wir wollen jetzt über diese Pressekonferenz auch sprechen mit dem FDP-Vize, uns jetzt zugeschaltet, Wolfgang Kubicki. Guten Tag, Herr Kubicki. Sie haben das natürlich auch gerade alles mitverfolgt. Unter anderem hat Angela Merkel auch gesagt, dass niemand jetzt alleine gelassen wird, der diesen Monat schließen muss, in der Gastro- oder Fitnesscenter als Beispiele. Wie beruhigend ist das für die vielen Menschen in Deutschland in Ihren Augen? Ja, zunächst, die Worte sind beruhigend. Was am Ende dabei rauskommen wird, werden wir sehen. Allein schon die verwaltungstechnische Abwicklung einer solchen Maßnahme, die 10 Milliarden Euro verteilen will, wird eine erhebliche Herausforderung sein. Viele Kräfte binden und auch wieder viele Verletzte auf dem Feld zurücklassen. Das ist aber momentan nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass die Bundeskanzlerin über das hinaus, was sie bereits letzten Mittwoch erklärt hat, wenig gesagt hat, außer wir werden eine Herdenimmunität erreichen müssen, außer wir brauchen eine Inzidenzzahl von weniger als 50, wobei offen geblieben ist, ob das jetzt bundesweit gilt oder für jeden einzelnen Landkreis. Das heißt, muss man in Schleswig-Holstein wieder warten, bis der letzte Landkreis in Bayern unter 50 pro 100.000 Einwohner gekommen ist. Und sie hat, glaube ich, einen Fehler begangen, der darin besteht, dass sie gesagt hat, wir müssen die Kontakte beschränken. Das ist nur teilweise richtig. Wir müssen die Kontakte beschränken, die ungeschützt geschehen. Wenn die Menschen FFP2-Masken tragen beispielsweise, dann haben sie kein Infektionsrisiko und dann können die Kontakte auch bestehen bleiben. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte heute aufgefordert, dass möglichst viele Menschen sich mit FFP2-Masken versorgen und damit einen großen Eigenschutz betreiben. Herr Kubicki, die Kanzlerin hat auch gesagt, dass das Virus Halbherzigkeit bestrafen würde und hat diese Maßnahmen verteidigt, indirekt auch gegen die Kritik aus Ihrer Partei. Ist das, was Sie fordern, halbherzig? Also zunächst einmal sind wir nicht die Einzigen, die das fordern, sondern es gibt eine Reihe von Virologen. Gestern Abend noch mal Professor Willig, der Epidemiologe der Charité in Berlin, Herr Streeck, Herr Schmidt-Chanasit, der Kollege Palmer als Oberbürgermeister von Tübingen macht das gerade, dass er FFP2-Masken an die Alten- und Pflegeheime verteilt und dort niemand mehr rein oder raus kann, der nicht vorher getestet worden ist. Etwas, was ich beispielsweise im Mai schon gefordert habe und wir uns fragen müssen, warum das so lange gedauert hat, bis es geschehen ist. Aber wenn Sie dann Kontaktbeschränkungen machen wollen, dann dürfen Sie jetzt keine U-Bahn und S-Bahn mehr fahren lassen. Heute Morgen beispielsweise in Berlin waren die U-Bahnen wieder so eng an eng miteinander bestückt, wo Menschen über 20, 30 Minuten zusammengepfercht waren. Und zwar nicht mit Masken, die einen Eigenschutz beinhalten. Also insofern wäre die Kontaktbeschränkung in der U-Bahn wesentlich sinnvoller als in gastronomischen Betrieben, die mit Hygienekonzepten arbeiten. Die Kanzlerin sagt auch über Corona, das ist eine Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen. Teilen Sie die Analyse, ist Corona eine Naturkatastrophe? Jedenfalls ist es eine erhebliche Herausforderung für die Medizin, für die Wissenschaft und für die Gesellschaft insgesamt. Ich teile das, dass es eine wirklich große Herausforderung ist. Aber wir wollen nicht zurückschauen. Gleichwohl gibt es eine Reihe von Fragen. Bis heute, nach 8 Monaten, sind nicht alle Gesundheitsämter an das elektronische System DEMIS angeschlossen, also das deutsche elektronische Meldesystem für Infektionen. Dann hätte man ein Lagebild, was ausreichend wäre. Wir haben immer noch Probleme mit der Corona-App. Man muss sich wirklich fragen, warum wir so viel Geld ausgegeben haben, wenn die Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Wir sind doch ein Land, was technisch versiert ist. Wir können doch genauso wie Taiwan oder Südkorea mit den elektronischen Möglichkeiten umgehen. Da ist mittlerweile mehr nachzuarbeiten, als das den Beteiligten lieb ist. Herr Kubicki, viele Menschen fragen sich natürlich auch, was passiert dann nach dem November? Die Kanzlerin wollte da jetzt nicht spekulieren. Was ist Ihr Gefühl? Was haben Sie da mitgenommen aus der Pressekonferenz? Glauben Sie, dass dann wieder geöffnet wird? Oder haben Sie das Gefühl, wenn Sie der Kanzlerin zuhören, dass dieser Lockdown viel länger dauern könnte?
Also von Gefühlen wollen wir jetzt nicht reden, weil ich bin immer hin und her gerissen zwischen Optimismus, dass wir es bewältigen können, auch mit der technischen Innovation, die wir haben, mit den medizinischen Fortschritten, und der Sorge, dass man selbst gefangen ist in der Argumentation, die man aufbaut. Was passiert, wenn wir Ende November bei 52 Inzidenzen in Deutschland weit bei 100.000 sind? Wird der Lockdown dann fortgesetzt? Und wie lange soll das umgesetzt werden? Wie lange kann sich dieses Land leisten, 10 Milliarden Euro pro Monat auszugeben dafür, dass gastronomische Betriebe, vor allem, dass die Kunst nicht mehr stattfinden kann? Etwas, was ja auch zur Gesundheit beiträgt. Wir müssen uns immer wieder überlegen, wir haben bei allen Maßnahmen, die wir machen, auch Kollateralschäden. Menschen vereinsamen, Menschen werden depressiv, Menschen gehen nicht mehr zum Arzt, Menschen haben keine Lebensperspektive. All das ist auch ein Problem. Wir brauchen auch Planbarkeit wieder für unsere Wirtschaft. All das, wie gesagt, ist bisher nicht gegeben. Wenn wir nicht zur Planbarkeit des Lebens zurückkommen, dann wird die Unsicherheit zu einem wesentlichen Faktor der gesellschaftlichen Spaltung werden und vor allen Dingen auch des wirtschaftlichen Niedergangs. Jetzt ist dieser Lockdown, die Entscheidung dazu in der Ministerpräsidentenkonferenz gefallen. Es gibt schon seit längerem viel Kritik daran, dass das Ganze immer vorbei am Parlament, vorbei an der Opposition entschieden wird. Was ist jetzt Ihr Plan für die kommenden Wochen und Monate, wenn es im Dezember tatsächlich weitere Lockdown-Maßnahmen gibt, um als Opposition dann dort auch ein Mitspracherecht zu haben? Also zunächst bin ich der Kanzlerin dankbar, dass sie das Parlament wenigstens beteiligen. Wie sie ja gesagt, sie ist gerne bereit zu berichten über Maßnahmen, die die MPK beschlossen hat mit ihr gemeinsam. Es wäre viel wichtiger, dass wir vorher miteinander diskutieren, bevor Maßnahmen ins Werk gesetzt werden und man nur noch Berichte entgegennehmen darf. Denn noch einmal, es stimmt, der Bundestag hat das Infektionsschutzgesetz novelliert im März. Wir haben Verordnungsermächtigungen geschaffen, tatsächlich für den Bund und für die Länder. Aber wir haben keine Ermächtigung geschaffen, von der Verordnung so Gebrauch zu machen, dass Grundrechte faktisch gar nicht mehr bestehen. Da gibt es definitiv einen Parlamentsvorbehalt. Und ich bin sicher, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und der Landtage werden dies auch wieder deutlich machen. Die Sozialdemokraten im Bundestag sind ja bereits so weit. Und wir werden auch Herrn Brinkhaus und die Unionsabgeordneten davon überzeugen, dass sie ihre Tätigkeit auch wieder aufnehmen müssen, dass sie ihre Arbeit auch wieder erledigen müssen. Denn der Ort des Geschehens ist das Parlament. Wir sind die erste Gewalt im Staat und ohne die Beschlussfassung des Parlaments geht eigentlich gar nicht. Vielen Dank, Wolfgang Kubicki, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Ja, Paul, soweit also die Pressekonferenz jetzt außer der Reihe von Angela Merkel. Sie hat viele Antworten jetzt nochmal gegeben, aber natürlich typisch in dieser Krise gibt es auch noch immer viele Fragen, vor allem wann das Ganze ein Ende findet. Ende November ist jetzt angeplant und wir haben es gerade gehört, Angela Merkel will sich darauf nicht festlegen jetzt. Also der 16. November, das große nächste Datum, auf das alle blicken und bis dahin natürlich trotzdem weiterhin alle Informationen und Entwicklungen rund um die Corona-Krise hier in Deutschland und weltweit natürlich auf bild.de. Und damit möchten wir uns für den Moment verabschieden. Auf Wiedersehen. Ist. Und sie hat, glaube ich, einen Fehler begangen, der darin besteht, dass sie gesagt hat, wir müssen die Kontakte beschränken. Das ist nur teilweise richtig. Wir müssen die Kontakte beschränken, die ungeschützt geschehen. Wenn die Menschen FFP2-Masken tragen beispielsweise, dann haben sie kein Infektionsrisiko, dann können die Kontakte auch bestehen bleiben. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte heute aufgefordert, dass möglichst viele Menschen sich mit FFP2-Masken versorgen und damit einen großen Eigenschutz betreiben. Herr Kubicki, die Kanzlerin hat auch gesagt, dass das Virus Halbherzigkeit bestrafen würde und hat diese Maßnahmen verteidigt, indirekt auch gegen die Kritik aus Ihrer Partei. Ist das, was Sie fordern, halbherzig? Also zunächst einmal sind wir nicht die Einzigen, die das fordern, sondern es gibt eine Reihe von Virologen. Gestern Abend nochmal Professor Willig, der Epidemiologe der Charité in Berlin, Herr Streeck, Herr Schmidt-Chanasit. Der Kollege Palmer als Oberbürgermeister von Tübingen macht das gerade, dass er FFP2-Masken an die Alten- und Pflegeheime verteilt und dort niemand mehr rein oder raus kann, der nicht vorher getestet worden ist. Etwas, was ich beispielsweise im Mai schon gefordert habe und wir uns fragen müssen, warum das so lange gedauert hat, bis es geschehen ist.
Aber wenn Sie dann Kontaktbeschränkungen machen wollen, dann dürfen Sie jetzt keine U-Bahn und S-Bahn mehr fahren lassen. Heute Morgen beispielsweise in Berlin waren die U-Bahnen wieder so eng an eng miteinander bestückt, wo Menschen über 20, 30 Minuten zusammengepfercht waren. Und zwar nicht mit Masken, die einen Eigenschutz beinhalten. Also insofern wäre die Kontaktbeschränkung in der U-Bahn wesentlich sinnvoller als in gastronomischen Betrieben, die mit Hygienekonzepten arbeiten. Die Kanzlerin sagt auch über Corona, das ist eine Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen. Teilen Sie die Analyse, ist Corona eine Naturkatastrophe? Jedenfalls ist es eine erhebliche Herausforderung für die Medizin, für die Wissenschaft und für die Gesellschaft insgesamt. Ich teile das, dass es eine wirklich große Herausforderung ist. Aber wir wollen nicht zurückschauen. Gleichwohl gibt es eine Reihe von Fragen. Bis heute, nach 8 Monaten, sind nicht alle Gesundheitsämter an das elektronische System DEMIS angeschlossen, also das deutsche elektronische Meldesystem für Infektionen. Dann hätte man ein Lagebild, was ausreichend wäre. Wir haben immer noch Probleme mit der Corona-App. Man muss sich wirklich fragen, warum wir so viel Geld ausgegeben haben, wenn die Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Wir sind doch ein Land, was technisch versiert ist. Wir können doch genauso wie Taiwan oder Südkorea mit den elektronischen Möglichkeiten umgehen. Da ist mittlerweile mehr nachzuarbeiten, als das den Beteiligten lieb ist. Herr Kubicki, viele Menschen fragen sich natürlich auch, was passiert dann nach dem November? Die Kanzlerin wollte da jetzt nicht spekulieren. Was ist Ihr Gefühl? Was haben Sie da mitgenommen aus der Pressekonferenz? Glauben Sie, dass dann wieder geöffnet wird? Oder haben Sie das Gefühl, wenn Sie der Kanzlerin zuhören, dass dieser Lockdown viel länger dauern könnte? Also von Gefühlen wollen wir jetzt nicht reden, weil ich bin immer hin und her gerissen zwischen Optimismus, dass wir es bewältigen können, auch mit der technischen Innovation, die wir haben, mit den medizinischen Fortschritten, und der Sorge, dass man selbst gefangen ist in der Argumentation, die man aufbaut. Was passiert, wenn wir Ende November bei 52 Inzidenzen in Deutschland weit bei 100.000 sind? Wird der Lockdown dann fortgesetzt? Und wie lange soll das umgesetzt werden? Wie lange kann sich dieses Land leisten, 10 Milliarden Euro pro Monat auszugeben dafür, dass gastronomische Betriebe, vor allem, dass die Kunst nicht mehr stattfinden kann, etwas, was ja auch zur Gesundheit beiträgt. Wir müssen uns immer wieder überlegen, wir haben bei allen Maßnahmen, die wir machen, auch Kollateralschäden. Menschen vereinsamen, Menschen werden depressiv, Menschen gehen nicht mehr zum Arzt, Menschen haben keine Lebensperspektive. All das ist auch ein Problem. Wir brauchen auch Planbarkeit wieder für unsere Wirtschaft. All das, wie gesagt, ist bisher nicht gegeben. Wenn wir nicht zur Planbarkeit des Lebens zurückkommen, dann wird die Unsicherheit zu einem wesentlichen Faktor der gesellschaftlichen Spaltung werden und vor allen Dingen auch des wirtschaftlichen Niedergangs. Jetzt ist dieser Lockdown, die Entscheidung dazu in der Ministerpräsidentenkonferenz gefallen. Es gibt schon seit längerem viel Kritik daran, dass das Ganze immer vorbei am Parlament, vorbei an der Opposition entschieden wird. Was ist jetzt Ihr Plan für die kommenden Wochen und Monate, wenn es im Dezember tatsächlich weitere Lockdown-Maßnahmen gibt, um als Opposition dann dort auch ein Mitspracherecht zu haben? Also zunächst bin ich der Kanzlerin dankbar, dass sie das Parlament wenigstens beteiligen. Wie sie hat gesagt, sie ist gerne bereit zu berichten über Maßnahmen, die die MPK beschlossen hat mit ihr gemeinsam. Es wäre viel wichtiger, dass wir vorher miteinander diskutieren, bevor Maßnahmen ins Werk gesetzt werden und man nur noch Berichte entgegennehmen darf. Denn noch einmal, es stimmt, der Bundestag hat das Infektionsschutzgesetz novelliert im März. Wir haben Verordnungsermächtigungen geschaffen, tatsächlich für den Bund und für die Länder. Aber wir haben keine Ermächtigung geschaffen, von der Verordnung so Gebrauch zu machen, dass Grundrechte praktisch gar nicht mehr bestehen. Da gibt es definitiv einen Parlamentsvorbehalt. Und ich bin sicher, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und der Landtage werden dies auch wieder deutlich machen. Die Sozialdemokraten im Bundestag sind ja bereits soweit. Und wir werden auch Herrn Brinkhaus und die Unionsabgeordneten davon überzeugen, dass sie ihre Tätigkeit auch wieder aufnehmen müssen, dass sie ihre Arbeit auch wieder erledigen müssen. Denn der Ort des Geschehens ist das Parlament. Wir sind die erste Gewalt im Staat und ohne die Beschlussfassung des Parlaments geht eigentlich gar nicht. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.